Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen beim Frühstückstalk. Ich bin der Möbor und heute gibt es erstmal noch eine Runde Windbound, aber nachher gibt es Brothers, A Tale of Two Sons. Ich sag immer Tale of Two Thumbs, weil man das mit dem Gamepad spielt und zwei Brüder hat und mit jedem Daumen einen Bruder steuert. Aber in genug des Rumgedamels. Sie haben ja viel zu tun heute. Deswegen fange ich einfach mal direkt an. Packe mich hier wieder in die Ecke und sage erstmal guten Morgen, Schläfi. Hi. Bist ziemlich laut. Auch Ton runterstellen hilft nicht so. Das ist seltsam. Also eigentlich sollte ich relativ normal laut sein. Ich habe jetzt hier nichts großartig umgestellt. Das Spiel für mich nochmal leiser gemacht. Aber ich muss gerade eh noch Radio ausmachen. So. Ja, fortfahren. Vielleicht schaffen wir es ja. Wir haben jetzt ja den Trick gelernt, dass wir speichern können. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal das ganze Level neu starten. Wir tun es auf ca. 25% runtergedreht, damit geht's. Okay. Es tut mir leid. So, ach genau, wir waren ja hier bei dem Dings am Holz gesammelt für unser Boot, weil das ja auf 9% runter war. Jetzt gehe ich einfach den kurzen Weg zurück zum... Oh, das ist hier gar nicht. Kurzen Weg zurück zum Boot, dachte ich. Aber jetzt ist das hier gar nicht. Ich hatte es schon repariert, bin dann aber gestorben. Ich weiß auch nicht mehr genau wo und wie, aber... es ist dazu gekommen leider, dass ich... mein Spiel laden musste. Und dann glücklicherweise aber da oben an der Stelle nochmal rausgekommen bin. So. Dann kann ich jetzt mein Boot nur eigentlich zerlegen. Guten Morgen, Firedriller. Hallo. Schön, dass du da bist. Reparieren. So. Gesundheit. Achso, doch, repariert hatte ich schon. Okay. Aber wofür brauchte ich denn dann noch so viel Holz? Auf jeden Fall kann ich mir noch einen Mast bauen jetzt. Und ach so, genau, Essen brauchte ich, ne? Das war auch etwas, was fehlte. Genau, ich hatte noch ein drittes Segel mir gebaut, das weiß ich auch noch. Brauchte ich jetzt noch das eine Leder? Ich glaube, ich habe sogar noch Leder im Beutel irgendwo. Genau, eine Kiste. Und den Metallrumpf hatte ich mir gebaut. Ja,
Inventar checken. Ah, hier ist auf jeden Fall Leder zur Genüge vorhanden. Was brauchte ich für ein Segel? Ach genau, Seidenfaden, daran ist gescheitert. Deswegen hatte ich nur einen Holzmast. Ja. So. Und für den Rumpf brauche ich dickes Gras und Grasseil. Okay. Das habe ich hier doch auch noch irgendwo rumfliegen, oder? Ah ja, genau, dickes Gras. Ah, das sind die Palmbeete, das sind gar nicht die Federn. Ups. Was ist hier noch? Dann ach, für ein Grasmast brauche ich das, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja den metallenen Rumpfpanzer, also. Da ist sogar noch. Ach, da ist dieser Stachelpanzer drum, okay. Und da ist so. Hä, Moment. Ist ja sogar noch der Rumpfpanzer. Die sind auch die Stacheln noch dran. Dann bin ich ja noch bestens ausgestattet. Mensch. Kann ich mir ja machen, was ich will hier. Metallpfeile kann ich mir. Oh. Statt der ollen Knochenpfeile kann ich mir jetzt Metallpfeile machen. Geil. Ja gut, aber dann kann ich ja jetzt ein kleines gebratenes Stück Fleisch darunter nehmen. Achso, dafür brauche ich. Ach, ein Feuer brauche ich da noch dran. Hups. Huppi. Ja, dann warte ich noch, bis das Fleisch hier durch ist, futter das eben und dann können wir weitermachen. Seidenfaden mehr habe. Oh Mann. Das ist schon doof. Das hängt am Seidenfaden, genau. Giftpfeile wären natürlich auch cool gewesen, ne? Aber die kann ich nicht bauen. Schade.
So, erstmal einen Schluck Kaffee, Prost. Oh, die falsche Tasse. Huch. Es ist ja gar nicht Insert Moin konform. Aber dafür habe ich ja wenigstens einen richtigen Pulli an. Wenigstens das kann ich noch. Schauen, was ich für einen größeren Beutel brauche, ne? Das war doch auch so eine Sache. Seidenfaden und Leder, okay. Mehr zu fordern gibt es gerade nicht. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier noch so geht. Ah ja, ich erinnere mich, mit dem großen Segel hatte ich Probleme zu sehen, wo ich hinfahre, weil das so viel Platz einnimmt. Oh, da hinten ist ein Hai. Hab ihn gesehen. Da ist eine Mini-Insel. Kann ich bestimmt Ressourcen farmen. Eieiei, ja. Aber irre, wie schnell ich jetzt bin. Beziehungsweise wie schnell das Boot ist. Nein! Die blöden Krabben auch. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah. Lebensauffüller, sehr gut. Ich ärgere mich jetzt ja schon so ein bisschen, dass ich nicht von Anfang an überall so ein bisschen mehr erkundet habe. Meine Energie- und Ausdauerleiste wahrscheinlich ein bisschen anders aus jetzt. Oh, cool. Seidenschlund. Ich dachte eben auch, da hinten ist sogar noch einer. Cool. Ich dachte eben noch, ah, wie cool es wäre, wenn hier jetzt auch noch Seidendinger wären. Aber leider nein. Segelbau-Ressourcendinger, ja, genau. Und da hinten hängt sogar noch ein Beutel.
So, und Fleisch geben die auch, was sehr gut ist. Rostkappe. Ah, ne, die brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Den kann ich jetzt einfach essen. So. Dann. Ich könnte auch noch mein Boot noch weiter vergrößern. Eigentlich ist das gerade nicht nötig. Achso, Leder brauche ich dafür. Das war doch hier drin. Yes. Genau, dann kann ich jetzt die beiden Bambussegel abbauen. Warum treiben wir immer weiter weg? Ich möchte gerne den Anker setzen. Danke. Oh, macht es mehr Sinn, zwei Segel hintereinander zu haben als nebeneinander? Speichern wir erstmal gut. Bei so großen Booten ist es doch auch meistens, dass die hintereinander sind, oder? So, nächste Insel so links halten und dann geradeaus, okay. Also nächste Ecke erkunden. Oh, wie schnell es ist. Wow. Ah ja, das sieht gut aus. Verteilt. Findest du? Aber ich hätte die auch lieber in der Mitte, aber das geht ja nicht. Oder hätten wir sogar einen? Du bist nur linkslastig. Ah, na gut. Gerade um den Hai kümmern. Wow! Oh shit, 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 shit.
Backboard. Ja, okay, dann nehme ich das hier wieder weg. Und baue es auf der anderen Seite auf. Hallo Gameboy, guten Morgen. Hi. Der knabbert nur Boote an. Ja, sehr gut. Oh, 64. Kann man schon mal ein Holz reinstecken, ne? Das hat auch keine Stacheln mehr. Damit er nicht auf dumme Ideen kommt. Das hat er aus dem 9% Desaster gelernt. Ja. Der Vorfall. Ja, nur dieses gegen den Wind segeln, das ist ja doch immer irgendwie wieder nervig, ne? Zu Besuch, bevor ich zur Arbeit muss. Was sehe ich denn da entspanntes? Das ist Windbound. Das war letzte Woche drin, im Epic Store. Aber da habe ich so viel Spaß dran gefunden. Obwohl das ein Survival-Crafting-Spiel ist, was eigentlich überhaupt nicht meins ist. Ist es doch irgendwie sehr entspannt. Bin auch gerade ein bisschen doof, weil ich gegen den Wind segeln muss. Man hat gar nicht so diesen Druck und alles. Also hin und wieder muss man auch kämpfen. Aber meistens ist es doch eher entspannt. Ich bin hier auch nicht so schlimm an der Kante, dass ich da gar nicht weiter könnte, ne? Ah ja, so geht's. Da links, ja doch, da könnte ich es theoretisch sogar noch hin. Oh, jetzt muss ich ja echt durch so ein blödes Riff durchnavigieren. Works. Da links mit Zickzack, ja. Und good morning, Sergei. I'm sorry, I don't speak Russian. Oh, aber das sieht wieder nach einer guten Insel aus. Da kann ich mir wieder was farmen. Oh, da ist sogar... Ach, guck mal, da ist wieder so ein Steingegner. Von dem ich wahrscheinlich irgendwie wieder so ein Token finden muss. Okay. Na okay, der ist ja nicht so stark. Aua. Oh. Ne, ich hatte kein volles Leben, ne? Autschi. Essenz gefunden. Die brauche ich ja später wahrscheinlich sowieso irgendwo. Osterberg und die Wurst, genau. So wird's sein. Ich wünschte, ich könnte hier einfach gedrückt lassen. Das wäre cool. Dass ich nicht jedes Mal einzeln Y drücken muss, sondern dass es einfach so ein Ding ist, wo ich 3 Sekunden lang drücken muss oder so.
Aber naja. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Joghurt, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ach, die hat gar kein Fleisch gedroppt. Oh. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich könnte mir da jetzt schön einen reinladen, aber wenn ich das richtig sehe, hängen hier eh noch zwei Fleisch drauf, ne? Ich mache das Feuer einfach mal an. Feuerentzünden hergestellt, ja. Boah. Und dann... Boah, entweder... links... halten. Je nachdem, was der Wind möchte. Meine Güte, dein Boot brennt. Nee, ich habe da selber Feuer gemacht. Das ist meine Feuerstelle auf dem Boot. Das ist super praktisch. Weil... Oh, Moment. Da ist noch ein lecker Essen. Weil so kann ich nämlich unterwegs auch Essen machen. Und muss mir auch nicht jedes Mal auf jeder Insel eine neue Feuerstelle bauen. Das war nämlich auch so ein Ding, was am Anfang sehr anstrengend war. Vor allem ressourcenintensiv. So. Sehr praktisch. Ja, genau. Also ein Feuer selber kostet nicht viel, da brauche ich nur das Gras für, was eigentlich überall wächst. Aber um dieses Gestell da drum, damit ich drei Sachen gleichzeitig aufs Feuer packen kann. Das kostet drei Stöcker und davon hatte ich am Anfang nicht so viele. Und die brauche ich auch für Pfeile und andere Sachen. Und so ist halt praktisch, dass man das immer mitnehmen kann. Moin Terrell, hi, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid, wie der Mugout immer sagt. Ja, genau. Ach so, speichern. Also wir schummeln uns ein bisschen hier durch, denn eigentlich ist das auch ein... Survival-Game. Es gibt auch einen Survival-Modus, wo, wenn man stirbt, alles neu gemacht werden muss. Was ich am Anfang dreimal versucht habe. Und dann, nachdem ich das dritte Mal die erste Stunde gespielt habe, beschlossen habe, nee, ich mache den Abenteuermodus. Da habe ich gerade mehr Lust drauf. Da startet man nur den Level neu, aber auch dafür habe ich jetzt quasi einen Cheat gefunden. Also nicht einen Cheat, aber einen Easy Mode. Denn wenn ich speichere, dann kann ich halt laden und muss nicht den ganzen Level nochmal machen. Und Aufgabe ist es nämlich, drei von solchen Türmen zu finden, die hier mit diesem blauen Symbol gekennzeichnet sind. Die muss ich aktivieren. Und für manche davon brauche ich auch zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel eben, was ich da gefunden habe, dieses Relikt von diesem Borstenschwein. Oh, hier ist alles voll. Aber da passen noch ein paar Stöcker drauf. Ach, das ist so doof, dass das nicht automatisch stackt. Dass ich da jetzt nicht einfach einen 20er Stapel machen kann und dann gut ist. Weil das ja über 20 rüber ginge und... Aha. Easy Mode is a mode and it's legit, ja. Also ich mag auch sehr gern, dass es hier nicht Easy Mode heißt, sondern Adventure Mode. Ach cool, das kann ich mir direkt hier aufs Feuer packen.
So, wie gesagt, kurzer Besuch. Alles klar, Gameborg. Danke, dass du da warst. Schönen Freitag und komm gut ins Wochenende. Ciao. Ach, hier sind wieder diese Giftdinger. Muss ich aufpassen. Oh, da ist ein... Na, ach, roll dich doch weg, Mensch. Jao. Ist er einfach wundbar in seinem Dings. Oh. Nein, 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 nein. Ach, Kacke. Ja, sowas zum Beispiel. Gut, dass ich eben gespeichert habe. Mehr Ressourcen für die Rumpfpanzerung. Repair. Ich muss doch mehr Pfeile craften noch. Dann wäre das kein Problem gewesen. Aber ich weiß noch, letztes Mal war der super einfach. Stell Behälter für dein Boot her, wenn du mehr Platz benötigst. Das ist ein toller Tipp. Ja, und jetzt bin ich hier wieder im Ladebildschirm festgehängt. Na super, ich mach mal Alt F4. Schade. Direkt wieder Ladebildschirm. Oh oh. Hier hatten wir dieses Schweinchen belegt, ne? Belegt, genau. Erlegt. Und dann nochmal zu der Insel, genau. Hab ich zum Glück gar nicht so viel verpasst jetzt. Vielleicht sollte ich mir auch angewöhnen, einfach vor dem Betreten einer Insel zu speichern. Speichern. Wobei, nee, stopp. Erst noch Inventarkram.
So, ich könnte natürlich die Stöcker, die ich da jetzt weggeschmissen habe, auch schlauerweise einfach zu Pfeilen verarbeiten. Achso, oh, da gibt es aktuell Brothers, A Tale of Two Sons. Was auch ein sehr gutes Spiel ist, aber nicht das, was ich hier gerade spiele. Aber das spiele ich gleich. Ach Mist, ich habe keine Federn mehr. Das ist ja blöd. Naja. Merkt das gar nicht. Sehr gut. Hallo Deckelmuck, Dankeschön fürs Folgen. So, puh. Oxygen-Giftung ist auch größer als die Wolke, ja. So. Das Coole ist, jetzt kriege ich meine Pfeile alle wieder. Ach, rohes Fleisch. Ach, Mist. Oh nein, wie doof. Ich dachte, ich hätte mir noch ein gekochtes mitgenommen. Oh, da ist noch so ein Eumel. So hinten da. Komm mal auf. So viel mehr Schaden machen die gar nicht, oder? Spektralpfeile
Apple nicht. Die brauche ich für wann anders. So, das war gut. Rottet die heimische Tierwelt aus. Was soll ich denn machen? Der wollte mich sonst angreifen, ich schwöre. Geldbeutel braucht halt exotisches Leder. Ja, so ist es. Aber hier von den Brummern, da kriege ich immer... Aua, Fleisch. Das ist gut. Ach, und hier wächst sogar Metall, wenn ich es richtig sehe. Geil. Oh, was ist das? Das ist ein neuer Rohstoff. Herz des Leviathans. Macht pulsiert in diesem Edelstein. Ach. Schattenterror-Galionsfigur. Oh, die kann ich sogar bauen. Halte die Taste zum Hissen des Segels gedrückt, um diese Galionsfigur aufzuladen und das Boot vorübergehend zu beschleunigen. Ah, cool. Oder den Bogen, Qualbogen. Ein aufgeladener Schuss mit diesem Bogen erzeugt einen Bereich, in dem jede Kreatur zusätzlichen Schaden erhält. Mit diesem Bogen verschossene Pfeile verursachen einen reduzierten Grundschaden. Nee, dann mache ich doch lieber diese Galionsfigur. Cool. Das gefällt mir very gut. Den Brummer und die Eumel. Schattenterror Galions. Ja, ist eine Death Metal Band, ja. Richtig erkannt. Ja, hier kommt ein Blitzstöcker. Wobei, da kann ich einfach neue Pfeile herstellen, ne? Kann ich die gar nicht wegschmeißen. Wieso ist es denn jetzt trotzdem voll? Hä? Na, ich schmeiß die Giftdrüse weg. Da die Eumel von den Bäumen fallen, sind es Bäumel. Oh, sehr gut, ja. Das entspricht komplett der Wahrheit. Und Fleisch droppen sie auch, sehr gut. Ja, dann hat sich ja dieser kleine Ausflug schon sehr gelohnt, ne? Galionsfigur, uiuiui. Boah. Wenn das Looten nicht so lange dauern würde, das wäre auch schön. Hm.
Ecke, wo ich noch gar nicht war. Achso, erstmal speichern wieder. Ja, aber dann kann ich jetzt auch zum Boot zurück, würde ich sagen. Wenn ich es denn finde. Ah, da. Gut, dass ich vorhin noch Sachen weggeschmissen habe, die jetzt hier im Dunkeln leuchten. Zusätzlich hätte ich gerne eine Schattenterror-Galeonsfigur. Wo kann die denn hin? Oho. Ach, da kann ich theoretisch an jeden Rumpf eine dran. Oh, wie cool ist das denn? Aber da habe ich auch keine Standardfigur, die ich bauen könnte, ne? Nur die Schattenterror und eben den Pirscher. Dafür brauche ich nochmal einen anderen Dings. Naja. Ach genau, Federn brauche ich für die Pfeile. Mist. Noch ein Segel geht nicht, weil Leder fehlt, aber Leder habe ich doch hier noch. Aber brauche ich noch ein Segel? Nee, ne? Ich glaube, das kann auch weg. Moin Marcel, einen wunderschönen guten Morgen. Ich mir einfach noch so ein Beutelhalterungsgerät und einen Beutel, den ich da reinhänge. Das wäre vielleicht auch schlau. Was hätte ich dafür zu investieren? Da. Ein Bambus und einen ebenen Pirscherhorn. Das sind aber nicht diese hier, oder? Eben Pirscherhorn, hab ich die? Nee. Ach Mist, ey. Dafür brauche ich die. Tja, schade. Dann brauche ich wohl doch so eine Metallkiste. Wenn ich schlau wäre, würde ich jetzt ja sogar mal irgendwie Ordnung halten. Aber ich fürchte, da kommt es nicht zu. Dass ich das ganze Holz in eine Kiste tue und die ganzen anderen Sachen in das andere Dings. Oder mal Holz, Bambus und Gras kann ich ja irgendwie. Und Metall, also ganzen Rohstoffe. Die kann ich ja irgendwie so sammeln, oder?
Ach schön, es ist hier auch schon voll. Die Ordnung ist zu voll zum Suchen. Ja, genau, das stimmt. Futtern. Das zweite auch. So. Dann können wir hier auch schon weiter. Kurz gucken, wo wir hin wollen. Jo, sieht gut aus. Kann das Fleisch verbrennen? Nee. Das ist auch ganz praktisch auf dem Dings, wenn man es auf dem Feuer hat. Da hält es nämlich, soweit ich es mitbekommen habe, quasi unendlich lang. Also wenn ich es im Inventar habe, dann wird es auch irgendwann gammelig. Aber solange es auf dieser Feuerstelle hängt, ist es einfach nur fertiges Fleisch. Ach, der ist jetzt auf die Stacheln gesprungen oder so und deswegen direkt gestorben. Das ist ja praktisch. Geht heute aber gut mit dem Aufdecken der Karte. Ups. Gott sei Dank nicht. Ist aber, glaube ich, auch wieder keine mit Turm. Aber das heißt ja nichts. Qualen. Ach, aber mit Nebel. Nee. Ach, komm. Ist jetzt ein Boost. Ja. Irgendwie kann ich es jetzt boosten durch diese Galionsfigur, aber ganz habe ich das noch nicht verstanden. Die habe ich auch eben gerade erst gebaut und ich sollte speichern. Zwei. Boah. Krass, wie stark ich bin. Also, ich glaube, der normale Stahlspeer macht ja mehr Schaden als der Astralspeer. Das ist ja irre. Aua. Spektralsperr heißt das so. Besonders cool, weil er da sein Schwert schwingen kann. Schau mich an. Ich bin Lila und hab ein Schwert. Bin voll cool. Ampelmann, ey. Oh, nee.
Scheiße. Na, so ein Schattenterror-Dings. Heimer. Oh, mit denen hatte ich immer Probleme. Da will ich eigentlich gar nicht gegen kämpfen. Was habe ich jetzt entdeckt? Ah, okay. Ja, komm her. Ist ja eigentlich sogar noch einfacher als wegrollen. Also geht noch schneller. Uah. Oh nein! Jetzt habe ich beide aggro. Scheiße. Ja, das geht nicht. Sorry. Sondern so ein bisschen Kaffee-Time nicht vergessen. Oh ja, stimmt. Oh, doch, da ist ein Dings, die ich machen muss. Ich hoffe, den kann ich jetzt einfach so auslösen. Das wäre gut. Aber der erste war auch schon auf einer auf so einer blöden Dingsinsel, ne? So nicht hoch, glaube ich. Aber ich sehe jetzt auch nicht auf Anhieb, was ich dafür auslösen muss. Hoppala. Ist denn irgendwo ein Schalter oder so? Hm. Komik. Ah, zeig ich das auch schon immer. Oh, hallo. Ja, noch bloß ab, du. Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. Überleg mal, warum du verlassen bist, Krieger. Tja, Das ist ja blöd. Komme ich hier gar nicht weiter. Aber hier ist auch nichts, ne? Hm. Auch kein Schrein oder so. Wo steht hier? Bring mir das und das. Guck mal, da versteckt er sich. Wow, shit. Oh oh. Habe ich jetzt 3 Stück Aggro? 4? Ich fürchte, wir machen gleich aus. Ja, gut, damit wechseln wir in die Pause. Und machen gleich mit Brothers weiter. Das ist ja ein glücklicher Zufall. Einfach mal abschalten. Genau, ist ja auch schon 7, ja.
Nee, aber es war jetzt eh ein guter Punkt. Ich weiß nicht genau, wo ich zuletzt gespeichert habe, aber das sehen wir dann demnächst. Vielleicht mache ich nachher nach Brothers einfach noch weiter. Jo, dann geht's kurz in die Pause und dann gleich weiter mit dem Epic Game der Woche. Dün, dün, dün. Bis gleich.